Juppie, der Honigbär. Oh, Besuch zu so früher Stunde. Wer seid ihr denn? Wollt ihr womöglich bei mir einziehen? Oder kommt ihr nur, um mir auf eine Bananenlänge Gesellschaft zu leisten? Also, Platz gibt es hier noch reichlich. Habt ihr es allerdings nur auf mein Futter abgesehen? Dann macht euch besser gleich wieder vom Acker und sucht euch einen eigenen Unterschlupf. Wir können uns ja vielleicht noch ein bisschen beschnuppern. Aber nur so lange, bis mein Kumpel Alex vorbeikommt. Dann habe ich keine Zeit mehr für euch. Nein, Alex ist kein Honigbär. Leider. Er hat auch keinen so schönen praktischen Schwanz wie ich. Wenn doch, dann hat er ihn wirklich gut versteckt. Bisher konnte ich noch keinen an ihm entdecken. Aber diesen kleinen Schönheitsfehler verzeihe ich ihm gerne. Ein langer Schwanz heißt noch nicht, dass man sich gut versteht. Glaubt mir, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Seht ihr das graue Weibchen da hinten auf der Hängeschaukel? Sie heißt Dorli. Ich dachte, wir könnten Freunde werden. Wir mögen beide Früchte, hängen gerne in den Wipfeln ab und passen auch äußerlich ganz gut zusammen. Aber sie ist wahnsinnig anstrengend, das kann ich euch sagen. Und die da oben im Baum, das ist Priscilla. Die fand ich auch interessant, war mir aber nicht sicher, ob sie das Baumloch mit mir teilen möchte. Wir sind doch recht verschieden. Sie fand es leider überhaupt nicht spaßig, als ich nachts spontan auf einen Besuch in ihr Schlafnest gekommen bin und sie aufgeweckt habe. Ja, danke für den Hinweis. Ich weiß auch, dass die beiden keine Wickelbär-Mädels sind, sondern ein Maki-Äffchen und eine Schimpansin. Die Auswahl ist hier nicht so groß. Ich muss mich halt mit dem zufrieden geben, was hier so rumklettert. Vielleicht läuft es besser, wenn ich mal eine von den beiden zum gemeinsamen Fressen einlade. So wie Alex das bei seiner Weibchensuche macht. So ganz habe ich allerdings noch nicht verstanden, was es mit dieser blinden Dattel auf sich hat, auf die er seine Weibchen trifft. Das würde ich ihn zu gerne mal fragen. Mir hat er noch nie eine mitgebracht. Wahrscheinlich schmecken die auch nicht besonders, denn Alex ist danach oft frustriert, weil niemand eine zweite blinde Dattel von ihm will. Meiner Meinung nach sollte er es einfach mal mit einer anderen Frucht probieren. Zum Beispiel mit einer saftig süßen Mango. Wenn ich so darüber nachdenke, lasse ich das mit Dolly oder Priscilla lieber bleiben und frühstücke besser weiter mit Alex. Da erwarten mich auch keine unangenehmen Überraschungen. Im Gegenteil. Meist fällt dann noch ein Stück Gemüse oder Frucht von seinem Futter für mich ab. Er ist sehr viel umgänglicher als Priscilla. Seit meinem nächtlichen Besuch fletscht sie die Zähne und kreischt lauthals los, wenn wir uns begegnen. Und vor Dorli verstecke ich mich momentan lieber. Wenn ich mich nicht schnell genug in die Büsche schlage, klebt sie an mir dran wie eine Honigwabe und drückt mir immer viel zu nah auf den Pelz. Wie soll ich denn da noch in Ruhe im Baum abhängen? Alex und ich hingegen kommen immer hervorragend miteinander aus. Das liegt sicherlich auch mit daran, dass ich ein so interessierter Zuhörer bin. Er hat leider nur zwei Fehler. Er ist zu groß, um bei mir einzuziehen, und als Weibchen taugt er auch nichts. Schade eigentlich, denn seine Partnersuche läuft wie gesagt auch nicht besonders gut. Zumindest klingt das so, wenn er von seinen Futterverabredungen erzählt und dem leeren Schlaf lässt bei sich zu Hause. Er guckt dann genauso traurig, wie ich mich manchmal fühle, wenn ich mich in meinem Baumloch zum Schlafen auf die Seite rolle. Das ist echt gemein. Die anderen Mitbewohner im Affenhaus haben alle passende Gesellschaft. Selbst Mo, der mich mit seinen absonderlichen Lauten, die er beim Fressen von sich gibt, immer aus dem Schlaf reißt. Das nervt total. Dabei will ich gar nicht meckern. Auf dem Gnadenhof gefällt es mir viel besser als dort, wo ich früher gewohnt habe. Die Zweibeiner hier sind auch alle viel netter. Aber es wäre so schön, wenn eine freundliche Honigbärin ins Gehege einziehen würde. Oh, guckt mal, da draußen fällt gerade wieder dieses kalte weiße Zeugs vom Himmel. Das heißt, dass Alex bald wieder eine flauschig rote Mütze mit langem Zipfel und einem Bommel auf dem Kopf sitzen hat, anstelle dieses halbrunden Plastikdeckels, den er sonst trägt. Hoffentlich gelingt es mir nochmal, dieses Teil durch die Gitter zu ziehen. Alex hat beim letzten Mal ganz große Augen bekommen, als der klimpernde Bommel plötzlich zwischen meinen Krallen und nicht mehr an seiner Mütze war. Leider blieb mir keine Zeit herauszufinden,
was man damit alles anstellen kann. So schnell hat es mir die alte Tierfliegerin wieder abgejagt. Womöglich hat er die Zipfelmütze schon nachher auf. Das wäre klasse, denn dann bekomme ich wieder von ihm eine Frucht mitgebracht. Weihnachtsgeschenk nennt er das. Was könnte ich ihm denn schenken? Ah, ich weiß. Ich könnte ihm verraten, dass mir die neue Tierpflegerin Jana an seinen Besuchstagen immer eine extra Portion Futter vorbeibringt und ganz interessant zu riechen beginnt, sobald er die Tür zum Affenhaus öffnet. Genau. Und dann klaue ich ihm noch den Bommel von seiner Mütze, wenn wir alle im großen Haus zusammensitzen. Das geht dann ganz einfach, weil ich da auf seinem Schoß hocken darf. Jana muss ihm dann helfen, mir das Teil wieder abzunehmen. Und als Dankeschön kann er sie anschließend auf eine süße Mango einladen. Ich bin ja schon so gespannt. Nadine und Janine, die beiden Schwarzkopfschweineschwestern, erzählen nämlich herum, dass ihre Patin Elsa beim Fest bestimmt mit unserem Tierarzt Johannes zusammensitzen wird. Der hat dann schon das passende Weibchen. Ob das bei Alex und Jana wohl auch klappt? Das Aufregendste im Jahr ist eben doch immer das gemeinsame Weihnachtsessen auf dem Gutshof.